Moin liebe Morissette-Fans, heute gibt es wieder ein neues Video, ein neues Reaction-Video und zwar Fly Like a Bird. Ihr kennt es sicherlich schon von Mariah Carey. Das ist gar nicht mal so ohne, so einen großen Star einfach mal so zu covern. Morissette tut's, wir kennen sie ja schon und ich traue ihr das auch voll zu. Sie ist einfach nur großartig. Bitte abonniert doch gerne den Kanal, um auch Morissette in Deutschland zu verbreiten. Das hilft ja immer so. Sie ist noch nicht bei allen bekannt, sollte es aber, finde ich, werden bei dieser tollen Stimme. Schaut doch bitte auch auf meiner Homepage vorbei, denn ich habe ein Geschenk für euch, ein kostenloses Tutorial, wie du es schaffst, deine Gefühle in deinen Lieblingssong reinzustecken. Und es gibt auch immer mal wieder schöne Newsletter mit tollen Tricks und Tipps für deine Stimme. Wir sehen uns also gleich wieder nach dem Intro. Hier ist es schon aufgeschlagen. Ich wollte ja auch ein Stück finden, das vor 2017 ist. Das hier ist 2016. Also spannend. Ich interessiere mich ja immer für Anfänge. Vielleicht findet ihr ja mal ein Stück, das noch älter ist von ihr. Oder den allerersten Auftritt. Wir fangen jedenfalls jetzt an. Hey, total spannend. Man möchte so ein bisschen den Eindruck haben, ja, es ist Quarantäne, die machen das von zu Hause, sie sieht natürlicher aus, aber da steckt eine ganz professionelle Produktion dahinter. Das soll, glaube ich, nur so aussehen. Und spannend ist, dass sie davor viel mehr so als die Diva mit perfektem Kleid und Glitzer auftritt und hier einfach nur ganz natürlich ist. Ne? Auch ihre Augenwimpern sind so ein bisschen größer, also alles so mehr so vom Wohnzimmer aus und unsere beste Freundin. Ne? Ganz leicht. Diese wundervolle, leichte Head Voice, diese Kopfstimme, die sie ja immer schon so gut hatte. Aber wie, trotzdem, ne, wisst ihr, wie ich meine, wie so eine andere Person. Auf einmal ist sie so nahbar, auf einmal ist sie so unsere Freundin und davor so eine unerreichbare Schönheit von ganz weit. Und man kann sich natürlich, wenn ein Mikrofon näher ist, kann man sich natürlich viel mehr kleine Nuancen leisten, als wenn man ein Publikum erreichen muss, das sehr weit weg ist. Auch vom Ausdruck her ist es ganz anders, ne? Viel persönlicher. Hatte sie so eine ganz leichte Beltstimme, es war aber keine Kopfstimme mehr. Auch, ne, sie hat ja so eine ganz krasse Beltstimme und dann wieder so eine ganz so easy going. Ja,
Noch ist es gar nicht so dieses krasse, starke, was sie hat. Das ganze Stück ist so etwas leichter und hat halt sehr, sehr, sehr helle Farben. Ich warte noch drauf, dass sie diese ganz hohen Töne hat. Mal schauen, ob es jetzt kommt. Ich sehe es ja zum ersten Mal. Jetzt wird es stärker, ne? Wow. So diese hohen Töne. Ich finde, das ist nicht immer so ein Muss, diese hohen Töne zu singen, nach dem Motto, seht her, was ich kann. Aber bei ihr klingen die halt so schön. Sie sind so ein Ausdruck von tiefen Gefühlen und so echter, echter, unverfälschter Freude. Und das gefällt mir so gut. Also schreibt mir gerne in den Kommentaren, welches Stück ihr noch gerne hören möchtet. Dann mache ich es sehr, sehr gerne. Ich finde sie echt großartig und bin sehr gespannt, einfach mehr zu erfahren. Und vor allem eben noch, ob ihr wisst, ob es eine Fassung gibt, wo sie noch jünger ist. Vielleicht eine ganz gute Aufnahme von ihr 2015 oder sogar vom Jahre 2000 oder als Kind. So, das wäre mal mega, mega spannend. Ich wünsche euch für heute erstmal wunderschöne Grüße aus der Hansestadt Lübeck und bis zum nächsten Mal.